Eins, zwei, drei. Ja! Eins, zwei, drei. Komm! Die zweite Woche des Auswahlverfahrens für das Jagdkommando. Physische und psychische Belastungen im Grenzbereich. Nach extremem Schlaf- und Nahrungsentzug zeigen die Bewerber zunehmend Erschöpfungserscheinungen. Die Eliteeinheit des österreichischen Heeres ist vergleichbar mit der KSK in Deutschland. Es war aber so im negativen Grenzbereich eigentlich. Also die waren schon sehr fertig, körperlich und auch geistig schon ziemlich mitgenommen. Man will marschieren, man will ins Ziel kommen, aber du kannst dich einfach nicht mehr bewegen. Und bis du warst, dann kannst du aufgeben. Ich würde das nicht durchstehen. Also da sind wir komplett unterschiedlich. Ich hoffe halt, dass ab sofort ein bisschen netter miteinander umgehen. Gewaltmärsche und Bestrafungsaktionen reduzieren die Zahl der Bewerber rapide. Ich verliere schon wieder meine Stimme in den Wasser. Wisst ihr, was mir das an Anstrengung kostet? Ich darf es irgendwie zu sein müssen, weil sie nicht anstrengt. Jetzt schließt es so verdammten Zug auf, damit sie verloren gehen. Alle krepieren da in der Feind und nachgestoßen. Jetzt müssen sie es beißen, gell? Wer scheidet aus? Wer hält durch? Teil 2 des Auswahlverfahrens des Jagdkommandos in der Kaserne Bruckneudorf. Wer ein Elitesoldat des österreichischen Heeres werden möchte, muss leidensfähig sein. Nach den ersten Prüfungen sind von 75 Bewerbern noch 58 übrig. Als nächstes wird die Widerstandsfähigkeit beim Marschieren getestet. Nach einer kurzen Ruhephase sind sie wieder heraus und jetzt steigt die Spannung wieder. Man sieht es an den Gesichtern auch teilweise, weil sie jetzt nicht wissen, auf was sie zukommt. Sie wissen jetzt keinen Ablauf mehr, sie wissen nur mehr marschieren. Und sonst haben sie keine Idee, was sie erwarten wird. Und so gesehen sind sie ein bisschen ungewiss und unruhig. Während der Märsche, deren Ziel und Dauer den Soldaten unbekannt sind, herrscht absolutes Sprechverbot. Essen und Trinken sind nur auf Befehl erlaubt. Pausen gibt es nicht. Lediglich Unterbrechungen, in denen aber Gefechts- und Hindernisbahnen zu bewältigen sind. Ihre nächste Aufgabe ist, dieses Hindernis, dargestellt durch diesen Baumstamm, über die Hindernisbahn geschlossen, Mannschaft und Gerät, das heißt Gepäck, Waffe, zu transportieren. Und ganz besonders, nachdem das Ihre Waffen sind, geben Sie auf die Waffen Acht. Ja? Sie können es weitergeben, nicht runterschmeißen, schlichten, dass wenn der Baum umfliegt, dass da jetzt keine Beschädigung entsteht. Die Bewerber müssen kleine Teams bilden. Sowohl die Gruppen als auch jeder einzelne Soldat werden während der gesamten Zeit von den Ausbildern beobachtet und bewertet. Mit dem 100 Kilogramm schweren Baumstamm können die Männer die Hindernisse nur gemeinsam überwinden. Außerdem müssen sie sich Fotos von vermeintlichen Feinden einprägen, die wahllos im Gelände verteilt sind. Neben Kraft und Kondition prüfen die Ausbilder durch diese Maßnahmen Teamgeist und Auffassungsvermögen. Aufpassen drum! Haben wir drüber? Bitte, Schützer! Oh! Ja! Achtung! Nicht! Sehr gut, Scheiße! Ein folgenschwerer Fehler. Der Baumstamm ist auf die Waffen der Soldaten gefallen. Im Ernstfall wären die Sturmgewehre jetzt nicht einsatzfähig, weil die Zieleinrichtung beschädigt ist. Ja, super. Einfach das Aufnahmevermögen ist ja offensichtlich eingeschränkt bei dieser Gruppe, den Auftrag nicht ganz hundertprozentig verstanden hat. Ein Team bilden ausschließlich ältere Soldaten. Langjährige Kommandanten, die sich nun als einfache Bewerber für die Elitetruppe etwas schwer tun. Super. Nach absolvierter Übung müssen die Männer noch gemeinsam die Fotos der Gegner richtig zuordnen. Identifizieren Sie die Täter und geben Sie deren Nummer gemäß der beiliegenden Täterübersicht an. Okay. Wo ist denn der? Okay. Eins ist der Anton. Schauen wir mal, okay. Eins ist der Anton. Okay. Zwei ist der Ulrich. Zwei. So kann ich nicht schreiben. Aber sagen tue ich nichts. Zufrieden mit der Leistung? Ja. Für sechs Leute ganz brauchbar. Ja, für sechs Mann haben für das, dass wir recht gegessen und geschlafen haben, finde ich das ganz gut. Wie geht es Ihnen körperlich?
Ja, die Krämpfe verschwinden, dafür kommt was anderes wieder, aber wird schon funktionieren. Was kommt jetzt? Ja, ich habe ein bisschen ein schwammeriges Gefühl, aber es funktioniert schon. Was muss den Herrn vorne bitte? Kurze Teepause für Erwin Melker. Die Fußballen brennen. Also die letzten zwei Tage, die stehen und fallen mit den Füßen. Ne? Wenn du Blasen kriegst und die nicht mehr durchgehen und der Sanitäter sagt, es wird nicht weniger, dann ist es aus. Also das steht und fällt nur mit dem Fuß. Und wenn es mit dem Fuß hinhaut, dann ist es Kopfsache. Wenn man den Kopf abschalten kann, der schafft es. Viele der jungen Rekruten sind das Dauermarschieren nicht gewöhnt. Wenn die Stiefel nicht perfekt sitzen, ist die Verletzungsgefahr groß. Der Grundwehrdienstleistende Michael Rutzka hinkt seiner Truppe hinterher. Probleme? Ja, so wie es scheint, weil ich mir vor anderthalb Monaten immer Seitenband gebissen und Sprunggelenk. Und jetzt bin ich gerade umknackst. Jetzt mal schauen, dass eine Idee das hat. Auf dem Gelände wartet bereits ein Krankenwagen auf Verletzte. Zerrungen und Bänderrisse werden hier im Minutentakt versorgt. Wer weiter behandelt werden oder gar ins Krankenhaus muss, scheidet automatisch aus. Für Michael Rutzka steht jetzt alles auf dem Spiel. Ja. Und du hast die Seiten. Der Notarzt diagnostiziert eine schwere Verletzung am Knöchel. Das ist halt bedingt durch die Belastung. Wird er jetzt weitermachen? Wird er es probieren? Ich gehe davon aus. So wie ich den einschätze. Das heißt, sie bicken ihm was auf? Oder die? Das Problem ist mit den Verbänden, dass man man geht dann ein Risiko ein, dass dann wirklich starke Blasen entstehen. Damit würde man dem Teilnehmer nichts Gutes tun. Das heißt, er muss jetzt so durch den Schmerz? Wir werden ihm was geben noch. Michael Rutzka hat sich für ein starkes Schmerzmittel entschieden. Wenn er jetzt aufgibt, wären alle Mühen umsonst gewesen. Ja, ich halte nicht mit. Ich glaube, sind wir offen weiter. Ja, tüchtig. Setzen Sie sich dazu, Sie können das Gepäck noch abnehmen und Kampfkraft erhalten in ein paar Minuten. Okay? Ja. Ja, so schnell nicht. Jetzt weiß ich irgendwie der Station, ob es geht oder nicht. Ich hoffe mal. Anders würde er das Auswahlverfahren nicht durchstehen. Die Verschnaufpause ist nur kurz. Das Dreierteam muss erneut ins Feld ziehen. Auch diesmal müssen die Männer ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen. Mit auf dem Prüfstand die Moral der Truppe und die mentale Flexibilität der Soldaten. Schmerzmittel, das Michael Rutzka eingenommen hat, scheint zu wirken. Er und seine Gruppe sind die schnellste Einheit bei dieser Prüfung. Ist hiermit beendet. Jetzt dann da rein in den Kram. Bis nach vor, dann links in den Bunker hinein. Da drinnen befindet sich D. Ja. Und es habt ihr drinnen eine kurze Pause von ca. 5 Minuten. Ja? Jawohl. Ja. Gut. Ab. Die haben ziemlich Gas gegeben. Also überhaupt für das, dass da ein Verletzter dabei war, war das eine ganz brauchbare Leistung. Der junge Tiroler hat bei der Anstrengung die Zähne zusammengebissen. Jawohl, hat schon hin. Bin einmal zufrieden. Fein ist nicht da, aber es zum Aushalten. Hat schon hin. Das Team mit den älteren Soldaten hat größere Probleme.
Sie haben die vorgegebene Zeit für die Station deutlich überschritten. Außerdem sind ihnen weitere Fehler unterlaufen. Die Ausbilder sind verärgert. Der nächste zu den anderen dazustellen. Und jetzt verschwindet da hinter dem Hegel, aber so schnell als möglich. Ich will euch nicht mehr sehen. Verschwind! Erwin Melker mobilisiert seine letzten Kräfte. Ab. Wie hält sich diese Gruppe bis jetzt? Ja, ich habe von diesen vier Männern habe ich zwei beobachtet. Und das war also, sage ich mal, im negativen Grenzbereich eigentlich. Also die waren schon sehr fertig, körperlich und auch geistig schon ziemlich mitgenommen. Die haben sich, also Farbcode, Zahlen und so weiter, kaum mehr gemerkt. Man sieht halt schon die Belastung, nicht? Aber wenn wir schauen, wie es weitergeht mit denen, nicht? Im Unterstand dürfen die Soldaten kurz Pause machen. Sie sind erschöpft. Das Alter fordert seinen Tribut. Der Jüngste der Gruppe ist 31 und der Älteste 38 Jahre alt. Der Alter zeige ich nicht mehr so wirklich, aber für die Füße, aber ja. Hilft nichts. Nur diejenigen, die noch Entschlossenheit und Kraft besitzen, werden die nächsten Stunden großer körperlicher Anstrengung ohne Nahrung überstehen. Das Jagdkommando operiert oft in Krisengebieten. Dort stationierte Soldaten müssen in der Lage sein, auch in feindlicher Umgebung zu überleben. Nach weiteren 6 Stunden Marsch haben die ersten Soldaten Krämpfe in den Beinen. Aber ein Ende des Auftrages ist nicht absehbar. Ja, gut einfach. Ja. Dann die dritte schon weh. Freut man sich schon, wenn man reinkommt. Ja. Wir wissen aber nicht, wie viel mehr schon das noch sind. Lass uns das mal gerne vorlaufen. Ältester ist der Burgenländer Josef Gedrath. Gerade hat er erfahren, dass er zum dritten Mal Vater geworden ist. Sie sind gerade Vater geworden. Ja, stimmt. So ein erhebendes Gefühl, ne? Und das auf der Durchhalteübung, ne? Das baut natürlich auf. Haben Sie das gewusst, dass das circa zur gleichen Zeit sein könnte? Ja, wir haben schon gerechnet damit. Der Geburtstermin wäre eigentlich am 23. Februar gewesen. Aber er hat sich nicht so lange Zeit lassen. Nein. Ein Sohn? Ein Sohn, ja. Und es gibt Ihnen nochmal Kraft, dass man sagt, man macht weiter. Und über 4 Kilo. Natürlich. Hat die Frau das verstanden, dass Sie sagen, Sie machen das jetzt und sind nicht bei ihr bei der Geburt? Ja, meine Frau hat das schon verstanden, weil wir sind schon seit 22 Jahren beieinander. Und Sie wissen nicht, wenn man mit einem Militaristen verheiratet ist, dann muss man mit sowas rechnen. Nein, wir haben aber gute Nachbarn, gute Freunde und mit denen wurde das alles abgesprochen. Und es ist tadellos über die Bühne gegangen. Heeresarzt Dr. Alexander Ewingendis versorgt die Ausgeschiedenen. Nach 10 Stunden Dauermarsch ist bei vielen die Haut extrem dünn. Das sind die typischen Marschblasen, die entstehen beim Marschieren mit leicht durchnäßten bis voll durchnäßten Socken. Die Haut wird weich, die Haut wird wellig und darunter sammelt sich Flüssigkeit. Und der Patient hat dann die Probleme mit den Blasen, die dann natürlich in den Schuhen drücken. Und wir bei uns da ambulant, indem wir die Flüssigkeit entleeren, desinfizieren, eine Second-Skin-Schicht auftragen, damit sich der Patient subjektiv Beschwerde erleichtert und kann den Marsch weiterführen. Am nächsten Tag um 3 Uhr früh marschieren die Jagdkommando-Bewerber noch immer. Das absolute Schweigen und mangelnde Kohlenhydrate lassen viele Soldaten aufgeben. Da die meisten von ihnen normalerweise mindestens 3 Mal am Tag essen, ist der Hunger ihr größter Feind. Auch für den Ausdauersportler Roland Schramel. Ja, ich hab Unterzucker. Der war Zuckerspiegel war im Keller und da geht nichts mehr. Es ist vorbei. Da kannst du dich nicht mehr bewegen und gar nichts mehr. Wie merkt man das? Ja, weil einfach nichts mehr geht. Man will schneller gehen, man will marschieren, man will ins Ziel kommen, aber
Es ist nicht machbar, weil ihm der Zuckerspiegel so weit abfällt,